Und weiter geht's in der Forschungsbasis. Und ich muss jetzt hier gleich mal gucken, dass die Folge nicht sofort mit dem nächsten Tod anfängt. Aber ich glaube, die Kabel, die hier Funken schlagen, sind wohl nicht mit der Tür gekoppelt. Dann machen wir die doch mal auf und gucken, was in Türchen Nummer 2 heute ist. Toll. Mehr Matschepampe. Okay, da hinten geht's weiter, dann gehe ich erstmal noch hier lang. Aber ich glaube, hier haben wir nur die Leiche von unserem... Wieso war da gerade Posaune zu hören? Also wenn wir von da kamen, wir ja, da haben wir ja die beiden Eumel da erledigt. Da können wir zwar reingucken, aber mehr als noch weitere mehr Leichen zu sehen gibt es hier auch nicht. Dann gehe ich jetzt doch einfach mal den Weg, den ich vorher schon gehen wollte. Jo. Es ist kein roter Knopf, es ist ein grüner Knopf. Ich drücke trotzdem drauf. So, der Scheinwerfer da gefällt mir nicht. Der heißt nämlich meistens nichts Gutes. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Ich würde wetten, dass der Aufzug nicht tut. Sowas wirklich wetten könnte, wäre ich schon Millionär. Und die Tür geht natürlich auch nicht. Ich und muss die irgendwie da durchkommen. Ja. Ist der eigentlich blockiert? Merkwürdig. Ja, genau. Okay, man kann nicht die Abkürzung darüber nehmen, aber ein Versuch war es wert. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Also der Boden hier, der wackelverdächtig. Könnte man doch bestimmt irgendwie zum Einsturz bringen. Der Aufzug steckt fest. Ich muss irgendwie da durchkommen. Wieso kann ich da drauf klettern? Ich hab's gleich. Ah nein, ist das so einfach? Schade. Das wäre jetzt irgendwie cool, wenn man hier einfach durch Schwerkraft... Oh warte, das macht tatsächlich mehr... Oh, ich hab da gerade eine Idee. Vielleicht kann man die Kisten ja hier einfach mit... Nein. Kann man nicht. Hä? Schade. Okay. Dann brauche ich jetzt kurz eine neue Idee. Ach. Okay. Es ist so eine tolle Idee, Lara. Ah, okay. Ja, es war eine tolle Idee.
So, jetzt kann man zumindest mal diese Tür hier schon mal aufmachen. Dann tun wir uns auch leichter für spätere Kletterversuche. Da ist wieder ein Tagebuch. Weitere Geschichten vom Soldaten. Können wir noch weiter hoch? Zumindest die Kiste hier können wir mitnehmen. Ich glaube ja nicht, dass sie das schaffen wird, oder? Ach komm, wir probieren es einfach. Ach, es funktioniert. Sehr schön. So, können wir noch? Nee, noch weiter höher können wir nicht. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Ja. Ah, durch diese Löcher da in den Wänden, da wo ihre Fackel gerade hin zeigt, ich glaube, da können wir die, lockern. Wow. Fast hätte ich es gerade vergessen da. Mist, wie kommen wir da hin? Oh, ich glaube, ich weiß, wie wir da hinkommen. Ich muss die anderen Teile lockern. Ja, Lara, ich weiß. Aber du musst irgendwie an diese Kletterwand da hoch. Ich muss mir den Weg freischießen. Sehr kompliziert. Okay. Das ist ja kompliziert. Okay, hier ist auch so ein offenes Viereck. Ich lasse mal den Aufzug jetzt wieder auf die Etage runterfahren. Dann können wir zumindest mal hier die Sache lockern. Hallöchen, darf ich da mal eben mit meinem Steigbügel ran? So. Jetzt ist noch die Frage, wie kommen wir... Achso, genau, das Ding muss jetzt eine Etage wieder höher. So, wird ein Schuh draus. Und wir haben unsere Schrotflinte nun auch fertig modifiziert. Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Wie kommen wir aber an? Ach so, wir kommen da auch dran. Okay, hey, prima. So die Frage von wo? Ich glaube, hier sollte es... So geht es nicht. Mist. Okay. Oh, da oben ist auch noch. Toll. Euer Ernst? Hä? Soll ich denn da oben jetzt hinkommen? Ist das jetzt ein Bug? Kann man das da runterschießen? Ach cool, die kann man auch kaputt schießen. Ja toll. Das war jetzt selten intelligent.
Okay. Das Ding müsste ein kleines Stückchen runter. Ich habe hier von der Seite, da ist noch so ein... Komisch. Höher kann es ja auf jeden... Höher kann es... Toll. Die Kamera kann auch nicht höher. Ja. Wie mache ich das jetzt am dürfsten? Ach, jetzt Lara. Ah, da ist wäre eine Leiter gewesen. Oh Mist, die habe ich völlig übersehen. Ja, wie war das? Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. Altes schwäbisches Sprichwort. Also ich finde, dafür, dass dieser Aufzug nur noch an einem einzigen Zahnrad hängt, bewegt er sich noch ganz ordentlich. Und jetzt bewegt er sich auch gleich ordentlich, und zwar richtig schnell nach unten. Sehr schön. Da falle ich jetzt besser nicht runter. Ach so, da komme ich ja nicht rein. Ja, ist in Ordnung. Nein. Okay, das sind auf jeden Fall mal mindestens zwei. Das macht's etwas schwieriger. Oh, der kommt her. Ja, kann man. Kann ich mit leben. Hä? Wo ist er hin? Na, so weit wollte er dann doch nicht kommen. Toll, jetzt kommt er! Okay, er dreht um. Dreh um, dreh um, dreh um. Sehr gut. Dreimal dran vorbeischießen, das müssen wir halt schaffen. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie bei Hitman. Nur, dass ich bei Hitman eindeutig besser war, was die Schleichmission angeht. Ach, jetzt langt's mir dann aber mit den ganzen Autos hier. Moment, ich mach mal kurz einen kleinen Cut. So, Fenster ist zu. Ich hoffe, wir sind jetzt etwas ungestörter. Apropos ungestörter, ich hoffe auch, wir sind hier unten in den Katakomben etwas ungestörter, nachdem unsere beiden Eumel hier erledigt sind. So, von da kamen wir ja. Ich wollte noch mal etwas entspannt gucken, hier war nämlich noch eine Kiste, genau.
Oh, das sieht jetzt eher nach etwas altertümlicher aus. Was haben wir jetzt hier? Die normalen Pfeile, die Brandpfeile und die Explosivpfeile. Oh, guck mal, da hinten, da liegt irgendwas. Okay, hier ist es. Hier ist was. Wie immer, bevor ich direkt dahin gehe, wo man mich hier hinhaben möchte, gucke ich mich hier erst noch ein bisschen um. Da hinten liegen Pfeile. Ach Mann, ich wollte nicht nass werden. Lara ist in dem Spiel hier schon wirklich oft genug nass gewesen. Cool, wie mir scheint, gibt es hier unten aber tatsächlich nichts weiteres. Da hoch können wir auch nicht. Wir müssen also auf jeden Fall die Treppe nach oben. Vermutlich gibt es dann jetzt doch mal wieder eine Cutscene. Ich glaube, der ist tot. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Diesem alten Grab. Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Schade, ich dachte, ich könnte warten, bis die kommen. Die Musik ist gerade eindeutig spannender als das Spiel eigentlich gerade ist. Ja gut, gibt ja nur einen Weg. Ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr unbemerkt hier rauskommen. Was? Okay, Plan B. Wow.
Ich glaube, das war's. So, da kommen wir nicht mehr durch. Na komm. Ach, da oben ist offen. Wir sind quasi wieder im Tageslicht. Und es wird wieder heller. Das heißt, die Nacht ist bald vorüber. Gedacht, das wäre hier vielleicht. Das wären hier Gegner, die an solchen Seilrutschen kommen, aber ich glaube, der Wind säuselt hier einfach nur, weil es diesen Hang hier hoch oder diesen Schacht hier hoch geht. Ich glaube, wir haben es hinter uns. Hier müsste es wieder in Richtung Überlebenscamp gehen. Wenn man da versickt. Der Musik trauen kann. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Komme. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. So, kurz checken, ob die Lage... Na gut, die spawnen sowieso die Gegner, wie es ihnen lieb ist. Auch wenn ich jetzt keine Gegner sehe, heißt das gar nichts. Schön, dass das Spiel mir das immer wieder neu beweisen möchte, was ich gerade so von mir gebe. Achtung, sie sind am Pier! Feuer! Feuer! Ja, ihr haltet schon noch durch. Ich muss hier erst noch looten. Wenn es eins gibt, das... Jetzt bitte nicht solche Ausdrücke. Naja, Reyes soll mal ihre Wut da an denen ab... lassen. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir sind ja quasi schon am Camp. Da unten sind wir vorhin entlang. So, wisst ihr aber was? Das wird jetzt ein ganz böser Plotwist. Ah, da unten sieht man es auch schon schießen. Wir machen die Folge hier zu und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann retten wir die anderen. Wenn es wieder heißt, Räubosch und Lara in Tomb Raider. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zugucken. Bis bald.